also unser Stand, mit dem wir arbeiten. 29 Projekte, total spannend, alles schon organisiert, alles steht. Und Bremen ist einfach, das sehe ich ja auch jetzt im Vergleich nochmal zu Berlin, muss ich wirklich sagen, super lebenswert, kompakt, eine richtig klasse Stadt. Finden wir auch, oder? Du bist schon zum dritten Mal dabei. Ja, weißt du noch, welche Projekte du letztes und vorletztes Jahr gemacht hast? Beim vorletzten Jahr haben wir ein Hort renoviert. Beim unserem letzten Projekt waren wir mit Kindern im Zoo. Aber ich habe die ganz tolle neue Übersetzung, die ich heute hier anbieten möchte, gehört von einem aus der 5. Klasse. Der hat gesagt, serviere der Stadt. Nicht absolut super. Wenn man mit einer Bereitschaft kommt, etwas zu geben und nicht was nehmen zu wollen und immer nur haben zu wollen, sind Leute in der Regel ziemlich irritiert. Seite zu stehen, Lösungswege zu erörtern, anstatt dass wir sie gehen. Die Zukunft ist Auswachs, sie rinnt aus unseren Händen. Es wird Zeit, dass die Gestalt gewinnt. Aus der Zukunft ist die Hoffnung, die das Größe sind. Mehr zu sagen, als dass wir jetzt das Essen eröffnen. Ihr seid herzlich eingeladen. Guten Appetit. Ja, super, super. Macht mal weiter. Sieht gut aus von hier oben. Ich muss ein Beweisfoto machen, dass ich das auch wirklich mit euch gemacht habe. Einfach hingegangen und habe 3 Stunden Obst geschnippelt und Kartoffeln geschält. Und was ich für mich so mitnehme, ist, dass es so einfach war. Ich konnte mich anmelden und bin einfach hin und habe auch dann dort gefragt, ob ich einfach wiederkommen könnte. Und sie meinten, ja, ist kein Problem. Und das ist für mich Surf the City, dass es so einfach ist und dass ich keine Angst haben muss, mich sozial zu engagieren.